Ja. Holz ist gar kein Problem. Wir haben Holz. Wir brauchen zweimal Schrauben, zweimal Barren, ne? Achso. Vielleicht sollte ich das auch mal starten. So. Ich muss nochmal Barren gleich herstellen, ne? So. Gut. Heißt also für uns... brauchen wir zweimal Barren? Ist das richtig? Zweimal Schrauben, zweimal Barren? Jo, Tatsache. Sehr schön, dann haben wir da unten auch einen Container, der größer ist. Dann würde ich vielleicht... Das Holz kann ich ja jetzt wieder mitnehmen. Das braucht ja jetzt hier nicht drin zu sein. Das kann jetzt hier drin bleiben. Hier haben wir nochmal eine Platte. Wir haben ein bisschen Heal-Farmen noch unten. Okay, ich weiß gar nicht, wofür die Platten sind, die wir da gesammelt haben. Was wollte ich denn jetzt gemacht haben? Achso, das Holz. Entschuldigung. So, ja. Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja, meine Freunde. Oh ja. Die Ressource des Lebens. Holz. So, warte mal. Das heißt, wir können nochmal eben rüber switchen. Die kommen hier rein. Ich würde tatsächlich... Warte mal. Ich würde das tatsächlich nochmal ausprobieren mit ihm hier, weil dann kriegen wir ja, wie gesagt, noch mehr Ressourcen immer zwischendurch, weil die ja sammeln gehen. Oder soll man den hier hin machen? Ich weiß noch nicht. Pass auf. Ich baue das Ding mal. Ah, hier können wir gar nicht. Okay. Rotate. Können wir keinen Blueprint? Ach, hier... Hä, hier geht da nicht. Hä, verstehe ich nicht. Macht ja gar keinen Sinn. Also, ich setze den mal hier hin. Hier so in die Ecke. Warte. So. So, was brauchen wir denn da? Wir... Zweimal Holz haben wir. Add Ressourcen. Habe ich gemacht mit E. Passiert doch nichts. Zwei Schrauben, zwei Wire, zwei Barren. Das heißt... Zweimal Wire, ne? Heißt also... Und hier von... Zweimal Chemikalie. Okay. Wie gut, dass man hier zwischendurch nicht angegriffen wird. Zweimal. So. Dann hätte ich gern zweimal von den Koppers. Von den Kupferbarren. Wir brauchen zweimal Schrauben. War doch richtig, zweimal Schrauben, ne? Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Zweimal Schrauben, zweimal Barren. Also brauchen wir vier Barren, brauchen wir. Vier normale Barren. Ich hoffe, wir finden... Ich hoffe, wir finden demnächst mal wieder Kohle. Damit wir hinten die Dings weitermachen, können. Oder wir müssen echt gucken, dass wir vielleicht aus anderen Ressourcen so einen brennbaren Stoff herstellen. Aber letztes Mal der Sterilisierer, der hatte halt nicht viel gebracht, ne? Gasolinekanister. Strudywood. Strudywood können wir bestimmt herstellen an der zweiten Werkbank. Da würde ich für wetten. Aber dazu müssen wir erstmal die Teile hier haben. Gasolinchunk. Können wir bestimmt auch irgendwie Level 2. Bestimmt Level 2. Lab herstellen, würde ich verwenden. Resin geht ja da nicht rein, glaube ich, ne? War ja, glaube ich, so gewesen. So, warte, jetzt müssen wir hiervon noch zwei herstellen. Ich glaube, Resin war nicht, oder? Ne, war nur Kohle, Brikett, Sterilisierer. Sterilisierer bringt halt nichts, ne? Da musst du so viel, vor allen Dingen, da brauchst du echt viel Ressourcen für. So.
Jetzt dürfen wir eigentlich alles haben, um den neuen Kollegen hier dran zu setzen. Ich weiß noch gar nicht... So, ich weiß noch gar nicht, wie wir den nennen. Unseren neuen Freund. Achso, warte mal. Nein. Equipped. Replace. So, hier, place. Hallo! Wie nennen wir ihn denn mal? Rename? Ich nenne ihn Günther. So. Hallo Günther, mein Freund. Willst du auch... Wo guckt er... Wo guckt er denn hin? Was denn? Ah, er sieht Scrap Metal. Oh, das ist ja toll. Ach so, und hier. Guck mal, so ergeht es dir auch, Denise, wenn ich mit dir fertig bin. Geht nicht. So, warte mal. So. Oh, da ist noch Holz. Oh, warte mal. Oh, Holz. Beinahe übersehen. Was denn sonst? Was haben wir denn sonst noch übersehen? Oh mein Gott. Ich hasse das, wenn ich Sachen übersehe. Gut. Danke. Für die Kotzeritis. Ja, wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir irgendwie einen brennbaren Stoff finden. Und vor allem mehr Kohle und den ganzen Krempel. Ich weiß nicht, ob da auf den Inseln irgendwas ist und ob wir da hinkommen. Das ist halt so meine Frage immer noch. Nö. So, wir haben ein bisschen Chemikalie verloren, weil wir es gebraucht haben. Deswegen würde ich mal wieder ein bisschen was sammeln auch. Und ich habe jetzt schon Angst vor dem nächsten Depot, weil wir keine Munition haben groß. Das macht mir ein bisschen Sorgen. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall wieder Ressourcen farmen. Hey, Leder, geil. Da können wir uns demnächst mal eine Lederrüstung bauen oder so. Wenn es sowas gibt. Weiß ich ja nicht. Oh nein, ich sehe dich. Ja, mein Freund, ich habe dich gesehen und gehört. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Warte mal. Ich habe ihn gehört, der kleine Schlingel. Der kleine, kleine Schlingel. Der Wicht hat er sich da verkrümelt. Hinterm Steinchen hat er sich verkrümelt. Wollte unseren Zug angreifen. So, Eis nehmen wir mit. Können wir nochmal ein bisschen was zu trinken bauen. Da ist nochmal ein bisschen Hallo? Leder? Wo kommt denn Leder her? So, da ist Holz. Oder? Nee, Scrap Metal. Sehr schön. Ja. Ich frage mich, was hier alles noch kommt. Ja, Leder. Juhu. Wir müssen unbedingt unsere Lederkiste auch erweitern. Auch größer machen. Es bringt halt sonst gar nichts. Ne? Wir müssen auf jeden Fall die Kisten erweitern. Das ist sonst... Sonst wird das ganz schön schwierig demnächst. So, lass mal Essen nochmal herstellen. Und trinken gleich. Ich glaube, die Lederkiste war, glaube ich, nämlich auch voll, ne? Oder? Ja, die war voll. Es war so klar. Ja, gut. Ich würde mal nur ein paar Barren herstellen. So drei Stück. So, Essen. Packen wir da rein. Trinken herstellen. Ist auch eine schöne Idee. Und wir brauchen Feuerholz. Natürlich. Machen wir das doch mal. Dann können wir nochmal Schrauben... Wir brauchen zweimal Schrauben, oder? War das für eine große Kiste zweimal Schrauben? Gucken wir mal ins schlaue Büchlein. Ja, zweimal Schrauben, zweimal Barren. Dann stellen wir nochmal zweimal Schrauben her. Und dann brauchen wir nochmal einmal Barren. Eie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 i.
Echt überlegen, ob wir nicht einfach mal... Haben wir oben eigentlich alles voll? Nee, wir haben fast keinen Scrap Metal mehr, ne? Wir sollten auf jeden Fall demnächst wieder auf... Also wir sollten mehr looten gehen. Aber ich gucke jetzt erstmal, was jetzt Sinn macht, an Kisten zu holen. Schiene macht hier eine Kurve, ne? Sehe ich gerade. So, erst am Pinnen, da haben wir nochmal Scrap Metal. Dankeschön. Was? Was ist mit Günni los? Günni! What's going on? Was trommelt er da? Was ist mit ihm? Ich dachte, er hat irgendwas gebaut oder so. So, wir haben zweimal Schrauben. Drei Barren. So, warte mal. Wo war denn jetzt die Lederkiste? Hier unten, ne? Eva had a hammer. The hammer in the morning. So, dann würde ich das einmal abreißen. Weil es so schön ist. Und was Neues platzieren. Eine größere Kiste. Rotate. Sehr schön. So, Leder. Ich weiß noch nicht genau, wofür wir das Leder brauchen. Ja, das wird auch so langsam voll hier. Zink hatten wir, glaube ich, hier, ne? Oder? Da. Okay, es gehen nur 5 rein. Das habe ich mir schon gedacht. Dann würde ich hier unten auch noch mal ein bisschen Krimskrams reinpacken. So ein bisschen durch... Hä, wieso habe ich da Backpack da unten drin? Da oben. Hatte ich nicht noch... Oh, warte mal. Da ist Leder noch drin. Hatte ich nicht irgendwo eine Kiste mit Barren oder so? Warte mal, das kann auch raus. Das kann hierzu. Da würde ich das hier reinpacken. Kann ich das umbenennen? Oh, man kann die Container umbenennen. Das ist ja praktisch. Oh, das ist gut. Oh, das ist sehr gut. Das sehe ich ja jetzt erstmal. Oh, das sehe ich ja jetzt erstmal. Oh, Leder. Habe ich L klein geschrieben? Oder habe ich Caps Lock an? Warte mal. Ich glaube, ich hatte Caps Lock an, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Entschuldigung. Die kann man abreißen. Oder? Aber ich brauche ja wieder Schrauben, ne? Ah, Schrauben. Pass auf, dann machen wir das anders. Dann nehme ich das mit. Das Leder packe ich noch hier rein. Dann ist Leder auch schon wieder fast voll. Brauchen wir kein Leder sammeln. Dann mache ich hier nämlich Chemikalie drunter und schrie ich die Garonal darüber. Ich mache das anders. Dann machen wir hier Chemikalienkiste. Schön, wieso habe ich denn so einen Frosch im Hals? So. Ja. Nein! Ach, was macht er denn da? Nicht Doppelpunkt. So. Okay, sehr schön. Und hier machen wir einfach Fett. Ich weiß immer noch nicht, wofür das Wasserbidon ist, was ich da gebaut habe. Ich habe keine Ahnung. A large vessel filled with service water. Service water. Ach, das ist bestimmt für die Steam Engine zum Abkühlen oder irgendwie sowas. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Okay. Heißt also, wir haben hier unten noch einen leeren. Da haben wir noch ein bisschen Durcheinander. Da ist das, da ist das. Das würde ich auch so lassen. Gut, hier ist Holz und Dings. Das weiß ich ja, das brauche ich nicht umbenennen. Aber ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt einfach mal wieder die Kisten voll. Denn so langsam geht uns das Scrap Metal aus. Und so, Wood. Er hat noch nicht gesammelt. Keine Ahnung. Günther, würdest du mal sammeln? Pass auf, dann packe ich mal eben die Barren hier rein. Die 5 Stück. Und dann legen wir los. Würde ich sagen, weiter geht's im Text. Mit Looten. Looten, Looten, Looten. Nein, Leder nehme ich nicht mit. Ich meine, ich könnte auch Fett kriegen, ich weiß, aber Fett haben wir ja auch erstmal genug. Vorerst. Essen würde ich auch nochmal mitnehmen. Weil man achtet da so gar nicht drauf auf Essen und Trinken bei dem Game. Frage mich, was dann passiert, ob wir dann Leben verlieren.
Holz, Holz. Wir haben ja größere Kisten. Und noch mehr Zink, das ist sehr schön. Ja, Scrap Metal. Halt, stopp. Halt, du sollst anhalten. Da ist noch Scrap Metal. Das lassen wir doch nicht liegen. Zumindest nicht links liegen lassen. So. Ist das... Nein, ist es... Nein, ist es nur Eis. Ich dachte, es wäre Kohle. Ein Klumpen von Eis. Na toll. Packen wir direkt mal hier rein. Mann, ich brauche Kohle. Toll. Ding. Was können wir denn noch machen? Kohle Crushing? Coal Briquette? Oh, warte mal, wir können... Ach so, da brauchen wir aber... Ah, okay, da brauchen wir... Oh, ich dachte, okay, Kohlebrikett können wir nur mit Dings machen. Okay, alles klar. Ja, Wasserbidon. Ja, ganz toll. Ich dachte vielleicht erstmal so. Naja, gut. Können wir sonst eigentlich irgendwas craften, was ich vielleicht noch übersehen habe, was man bauen kann? Armory, Schmelter 2 haben wir. Ja, so viel ist noch nicht, was wir bauen können, ne? So, warte mal. Nee, trinken nicht. Trinken kommt hier rein. So, Essen. Stell mal her. Ich sehe gerade, wir können mal was essen. Und schon wieder das Essen weg. Das ist ganz toll. Also da sollten wir uns auf jeden Fall auch drum kümmern. Um Essen und Trinken. Plus 10 Food bringt das. Das bringt halt fast nichts, ne? Und trinken tue ich auch mal. Ich weiß gar nicht, ob das weiter runter geht, als wieder unten die Hälfte, die wir hatten. So, Woody Woodwood. Ja, noch nicht gesammelt, der auch noch nicht. Okay. Okay, dann würde ich sagen, düsen wir mal weiter, oder? Habe ich alles gesammelt? Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Ich übersehe ganz viel in dem Game. Bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Gibt es hier Fleisch? Nein. Okay. Scrap Metal. Vielleicht fangen wir demnächst an, einfach Stahl zu essen. Das schmeckt bestimmt auch gut. So, Holz nehmen wir mit. Da ist nochmal Trinken. So. Das nächste Depot wird... Oh nein, da kommt... Oh nein, da kommt eine zweite Schiene. Ach, hör doch auf. Ich bin doch noch gar nicht so weit und noch gar nicht ready. Oh nein. Und wir haben die... Oh nein, hör auf. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich habe keine Munition, ne? Kinders. Ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Ihr wollt mich doch jetzt veräppeln. Ich habe keine Munition. Gut, ich habe auch keine Kiste. Die können nichts klauen. Okay, die können uns natürlich zerstören. Das ist ja gut, ne? Wäre natürlich blöd. Das ist natürlich scheiße, da ich nur den Revolver habe. Und sonst nichts. Kann mal ein bisschen Kohle kommen oder so? Das heißt, wir sollen uns auf jeden Fall vorbereiten. Wir haben keine Deckung, ne? Weil an unserem Zug gibt es null Deckung, weil wenn wir uns irgendwo decken hinter unseren Kisten oder so, machen die kaputt durch Schüsse. Das ist nicht gut. Hey, Raw Meat, you! Die kommen ja jetzt direkt, ne? So, okay, alles klar. Raw Meat, vielleicht. Okay. Dann würde ich sagen... Können wir da nicht schneller machen irgendwie? Dass wir schneller vorbeifahren? Ist, glaube ich, scheißegal, ne? Oder?
Und Gummi! Ich probier's mal, vielleicht können wir einfach wegfahren von denen. Aber hier sind so viele Ressourcen! Ich halte einfach mal an. Ich möchte diese Ressourcen nicht liegen lassen. Kommen die schon? Nee, ne? Oh, da ist Kohle! Ne! Oh, komm schon, komm schon, komm schon! Da ist Kohle! Kohle, ja, ich komme! Rückwärtsgang, bitte! Einmal den Rückwärtsgang! Einmal bitte ganz schnell den Rückwärtsgang! Oh Gott, da ist Kohle! Leck mich fett! Piep, 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 piep. So, andere Richtung schon mal einstellen. Ich komme, Kohle, ich komme. Oh, geil, Lumpen auf Kohle, Ehre. Da komme ich nicht mehr dran, verdammt. Wir brauchen Scrap Metal, unbedingt. Drüben sind auch noch jede Menge Ressourcen. Okay, ich mach nochmal den Rückwärtsgang ein bisschen an. Oh, da drüben sind auch so viele Sachen. Wir dürfen auf jeden Fall nicht durchfahren. Das ist keine gute Idee, die ich hatte. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, unser Inventar ist voll. Weil ich kann dir das nicht aufpicken oder pick-uppen. Pick-up? Hm. Der Pick, ich bin der Picknicker. Ein scheiß Mann. So, Holz. Haben wir alles voll? Ich hätte niemals gedacht, dass wir die Holzkisten so voll kriegen, vor allem die neuen. So, Scrap Metal, sehr schön. Ich pack schon mal die andere Waffe aus, ne? Huch. Es leckt ein bisschen. Wer leckt, weiß, wie es schmeckt. So. Dann packen wir das hier rein. Das finde ich sehr schön. Bisschen sortierter. So, dann haben wir hier die zweite Kiste Chemikalien. Die fangen wir jetzt an. Wuhu, die auch schon gleich voll ist. Essen, Trinken. Können wir herstellen. Wenn wir schon einmal dabei sind. Raw Meat. Denn wir haben ja irgendwie ewig Hunger. Und Durst. Ich frage mich halt, ob über die Hälfte hier unten links, ob hier... Weil wenn das so ist, also nur der obere Teil, ob das dann auch weiter weg... Das frage ich mich halt gerade mal so ein bisschen. So, bitte einmal Trinken herstellen. Achso. Ich muss das ja erst wegnehmen. Entschuldigung. So, Raw Meat. Wir brauchen Holz, ne? Wir haben ja genug. So ist es ja nicht. Nein, andere Seite. Eher flexi. So. Ah, da können wir 4 Stück von herstellen. Oh, Ehre. Warte mal, dann gehe ich ja nochmal ein bisschen sammeln, bevor jetzt gleich hier die Action losgeht. So. Uno Momento. Komme ich drüben hin? Ha, danke. Oh nein, ich wollte doch kein Leder. Ich habe so viel Leder in der Tasche. Oh, Raw Meat, geil. Lecker. So. Wir angeln uns wieder unsere Ressourcen. Oh, da drüben ist so viel, ne? Gut, da kommen wir natürlich hin mit unseren Ringen, ne? Die wir haben, muss man ja sagen. Diese... Das könnten wir natürlich machen. Oder natürlich der Zug, der gleich kommt drüben. Da wird ja einer kommen. So, warte mal. Das, ja. Und es fehlt Holz. Ja, kein Problem, wir haben Holz. So. Ach, ganz schön. Es läuft bei uns, muss man sagen. Ne? Ah ja, Kohle. Oh, warte mal, Kohle. Was macht denn jetzt am meisten Sinn, da reinzuschmeißen? Den großen Kohleklumpen? Okay, wir brauchen Kohlebrikett oder Kohlechunk.
Erstmal machen wir den. Aber ich glaube, es ist, glaube ich, alles dasselbe, ne? Dreimal Kohle-Chunk haben wir jetzt. Dadurch kriegen wir ein Kohle-Brikett. Das heißt, wir könnten ja hiermit, wenn wir zwei von den... Oh, warte mal. Wo war das jetzt? Ja, zwei Stück. Wir brauchen jeweils zwei davon. Also brauchen wir sechs. Was kosten uns die Dinger denn? Ich mache jetzt erstmal eins nach dem anderen. Ich mache jetzt erstmal Essen und Trinken fertig, ne? So, Trinken kommt hier rein. So, wir können gleich nochmal Trinken herstellen. Lass mal gucken, wie der gerade am Brutzeln ist. Chemikalien. Okay, pass auf. Zwei Chemikalien gibt ein Behälter. Also brauchen wir ja... Lass mich kurz überlegen. Zwei... Vier, sechs brauchen wir. Ja, dann passt das ja. Dann dürfte das ja eigentlich passen. Dann stellen wir sechs Stück her. Okay, drei. So, dann machen wir nochmal trinken. Habe ich jetzt genug hergestellt? Ich brauche... Wie brauche ich denn nochmal? Drei. Ich brauche... Sechs habe ich... Ne, warte mal. Zwei. Vier. Doch, sechs brauche ich, habe ich gesagt, ne? Das sind nur vier. Wie viel braucht der denn? Habe ich mich verguckt? Ach, der braucht zwei. Ah, so. Ja, warte mal. Ja. Alles gut. Kriegen wir hin. Gar kein... Oh, warte mal. Da müssen wir Feuer reinpacken. Holz. Feuer, Holz. Feuer, Holz. Ich will die Werkbank 2 haben. Unbedingt. So. Au, nee, warte mal. Rohmiet können wir neu herstellen, ne? Ja, nice. Ehre. Mh, geil. Schnitzel. So, hier bin ich jetzt gespannt, ob das jetzt hier rüber... Obwohl, das... Doch, das geht hier rüber weg, ne? Meine ich zumindest. So, trinken haben wir. Wir haben den Kohlebrocken. Da ist auch nochmal trinken. Oh, Ehre. Trinken wird richtig gut aktuell. So. Reicht das jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Wieso stellt er nur einen her? Ach, der braucht drei von diesen... Warte mal, was habe ich denn jetzt? Ich habe drei Kohle-Chunk. Und um ein Brikett herzustellen, braucht er drei. Oha, Alter. Aber die Frage ist, wie... Ich probiere es aus. Das wird ja wahrscheinlich länger brauchen, oder? Erstens braucht das viel länger zum Herstellen und zweitens wird das wahrscheinlich auch länger brauchen zum Abbrennen. Würde ich mal behaupten. Wir haben schon wieder Leder. Okay. Oh ne, müssen erst oben voll machen. Da, so. Okay. Oh, wir haben noch Essen, rohes, gebratenes Essen hier drin. Das können wir mal eben hier reinpacken. So. Gut. Huch. Das hat wieder geladen. Er sammelt irgendwie gar nicht, ne? Warum sammelt er denn nicht? Was ist denn los? Warum sammelst du denn nicht? Günther. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, dann, Attacke. Let's go. Oh ja, das... Oh ja, das brennt auf jeden Fall länger. Sehr, sehr nice. Necessary? Ja, unser erster Barren. Geil, Alter. Unser erster Barren. Ehre. Lass mal gucken. Vier Stück brauchen wir davon. Und wir brauchen viermal. Was sind das andere? Oh Gott, das können wir noch gar nicht herstellen. Da ist es ja ganz toll. Oder können wir das hier herstellen? Nee. Ist das Stahlbarren gewesen, das andere? Oder Zinkbarren?
Das müssen wir gleich mal gucken. So, die 4 sind kein Problem. Der brennt immer noch runter. Sehr schön. Pack mal das Scrap Metal weg. So, voll. So, sehr schön. Die Flasche, die wir noch haben, die würde ich mal... ja. Ach, guck mal, da haben wir ja schon mal... Oh, guck mal, da haben wir schon mal 3. 4 haben wir jetzt auch. Jawohl. Haben wir sogar einen mehr, ne? Haben wir 5 Stück schon davon. Jetzt lass mal gucken. Können wir auch herstellen. Ah, Barren brauchen wir dafür. Nice. Das heißt also, warte mal. Das Problem ist, wir brauchen das später auch für Dings, ne? Zum Herstellen. Das ist jetzt erstmal zum Entdecken nur, ne? Wir brauchen jetzt 4 von diesen... Okay. Und wie viel braucht er von den Stahlbarren? 2? 1. Okay, 1 Barren braucht er jeweils. Dann mach mal davon 4 Stück. Mach ruhig 5. Wenn das reicht mit der Kohle. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall auch Schrauben. Das Ganze, wir brauchen das ja nochmal. Das ist ja das Schlimme. Wenn wir dann die Werkbank herstellen wollen, brauchen wir die ganzen Ressourcen ja nochmal. Das heißt, wir brauchen nochmal Kohle. Ich weiß nicht, wofür wir die Pipes brauchen. Bin ich mal sehr gespannt. 2x Schrauben und 4x Holz. Ja, die Schrauben und das Holz ist, glaube ich, nicht so das Problem. Das haben wir ja. Hat er wieder da, hat er wieder gesammelt. Sehr schön. Essen packe ich mal hier rein. Ja, es wird weniger. Man sieht's. Okay, es geht auf jeden Fall über die Hälfte drüber. Oder über den Viertel. So, das heißt also... 2 Stahlbarren haben wir auch. Die würde ich, glaube ich, mal woanders... Die würde ich, glaube ich, hier unten mal reinpacken. So. Es reicht nicht. Das habe ich mir gedacht. Und das war es jetzt auch. 3, 2, 1 und aus. Heißt also, uns fehlt genau ein Barren. Ja. Und wir können keinen irgendwie anders herstellen, ne? Aus irgendwelchen anderen Sachen. Nein. Es ist zum Mäusemelken. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da so weit sind. Ja, das ist ja ganz toll. Ich würde sagen, das macht der Flexi in der Zukunft. Ich würde ihm das einfach mal überlassen. Ich bin so ein richtiger... Ich bin ein richtiges Ferkel, was das angeht. Aber ich muss sagen, wir kommen relativ gut voran. Wir haben sehr gut sortiert. Und der Spaß hier auf dem Gleis 2, das überlasse ich ihm einfach mal. Und ja, in der nächsten Folge wird es auf jeden Fall sehr spannend. Es wird wieder sehr actionreich, so wie es aussieht. Ja, unser Fridolin guckt auch schon wieder dahin. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann einschaltet. Dann geht es hier wieder weiter bei Void Train. Und ich freue mich auf euch. Also, macht's gut. Tschüss.